So, und da ist der Guzo wieder. Deine Reifen mit dem nächsten Video. Achso, willst du wieder reinkommen? Klar, komm rein. Wo bin ich? Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah! Du bist vor mir, du wolltest... Ja, du bist jetzt überfahren. Yeah. Du hast da wieder... Ah, grüner Reifen. Komm, stimmt. Aber ich würde echt dann auch oben das Grün machen, was du weiß hast. Das sieht aber, dann passt es doch viel mehr zum grünen Reifen. Nein. Warum haust du mein Auto? Komm jetzt rein. Ganz kurz, ich versuche mal ganz kurz was. Lass uns Spaß haben. Eine Sache will ich ganz kurz mal versuchen. Und zwar, wenn ich will auf jeden Fall jetzt noch eine Mission machen. Sekunde. Was ist der Stern nochmal für eine Mission? Okay, ich weiß nur, dass als ich jetzt, wieder in einem Auto drin bin und es jetzt wirklich in gewisser Weise wieder spackt. Von den Reifen her, meine ich jetzt. Eine Mission, ich brauchte aber 4 Leute. Schade. Nee, eine Mission mit 4 Leuten geht schon. Oh, ich habe jemanden überfahren. So, jetzt hoffen wir mal. Okay, erstmal muss ich wieder die Cops losen. Losing the Cops. So, wo bist du jetzt? Dann komme ich nämlich jetzt mal wieder zu dir. Das ging nicht. Dann steige ich mal aus. Kannst du? Krass. Alter, geht's richtig steil bergab. Ah, ich sehe dich da oben laufen. Wenn ich jetzt nach rechts springen würde. Oh. Ah, ich fall runter. Ich sehe es. Ich glitsche gerade ganz langsam runter. Ich fahre mit einem guter Zug mit. Ganz langsam, ohne dass mir was passiert. Ich bin umgehauen. Nein, nein, nein. Nein, komm schon. Nein, wir haben alles verpennt. Fuck. Ich bin jetzt hier drüben. Warte. Ah, da bist du, ja genau. Jo, komm ich. Ja, wo bist du hin? Kannst du bei mir reingehen? Also das Spiel buggt offiziell ein bisschen gerade bei mir rum. Vielleicht hab ich auch einfach ein paar Internet-Lags. Du stehst neben mir. Okay, komme. Ich drück F. Steig jetzt, endlich jetzt ein. Eigentlich drin sein. Ja, und gab erstmal gleich 100 Respect Points. Ne, nicht Respect Points, sondern du weißt ja diese RP-Punkte da. So, jetzt geht's auf jeden Fall in eine Mission. Ich möchte jetzt mit dir noch, aber vorher müsste ich gerne noch mal in so einen Ammunition Shop. Stimmt, bleib mal kurz stehen, da habe ich eine Idee. Ordentliche Ausrüstung hier von wegen. Warte, achso, ja, okay. Ah, du willst mir... Mal, da hab ich jetzt er macht erstmal so schönen Sprung. Mal eine Idee. Wie droppt man nochmal Waffen? Genau, mit ja. G, oder? Ich würde gerne... Weiß ich nicht. Mit G nicht. Wie ging probier's das? Probier's einfach. E? Irgendwie ging das. Nee, doch, ich glaube, doch. Das war mit G. Warte mal. Ich mach mal jetzt meine Pistole zum Beispiel. Mit E? Versuch mal mit E. Nee, stimmt. Die war es. Die ist es nicht... Warte. Ich will jetzt nicht unbedingt die beste Knarre hier. A. Nee. Nö, dann zeige ich auf dich. WTF. Hallo, er ist. Q. Ich gehe mal ins Spielermenü hier. Vielleicht steht hier Einstellungen. Gucken wir mal. Tastaturbelegung. So, Tastaturbelegung. Einstellungen. Ne, Gamepad nicht. Tastatur, Maus. So. Tastaturbelegung. Nach Belieben ein. Ja, okay. So, jetzt gucken wir mal. Und zwar... Waffenauswahl, denke ich mal. Und zwar... Wobei, ich kann, glaube ich, was anderes noch machen. Warte mal. So, jetzt versuchen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie es hier, warte mal, Guzo, pass mal auf. Nee, das steht nicht hier. Schau mal kurz, schau jetzt mal kurz in dein Waffeninventar. Ja.
in mein Waffeninventar. Warte mal, war das mit M? Oder was waren das? Mit Tab. Okay, mit Tab. Warte. WTF? Ja. Ja. Warte mal. Alter, was läuft, Junge? Jetzt hast du offiziell meinen Respekt. Okay, also, ja. wir machen jetzt eine Mission. Ganz klar. Alter. Ja. Ich wollte gerade sagen, guck bei mir rein, aber hier, warte, einen kleinen Moment. Hier, guck mal. Ich glaube, ich könnte noch gar keinen Granatwerfer haben eigentlich. Drops. Und ich werde erstmal schön überfahren. Weißt du, ich gette mir gerade Knarren, die ich gar nicht kriegen kann, und werde erstmal schön instant überfahren. Genau. Guso freut sich. In den Kommentaren geil. Kommt Mach jetzt los. Wahrscheinlich der größte Shitstorm, den du je unter einem Video gehabt hast. Ah, ja gut. Denkst du, Leute, nein. Müssen bedenken, nein, sobald er jetzt nicht. Von diesem Server runtergeht und wieder neu auf einen Server drauf geht, sind diese Waffen wieder weg. Dann hat er wieder sein altes Inventar. Aber guck mal, wenn ich jetzt wiederum in diesem Spiel was spiele. Das heißt ja, effektiv ist es ja irgendwo schon sich einen Vorteil verschaffen, weil du ja Waffen kriegst. Aber egal, darüber wollen wir jetzt nicht philosophieren. Also ich habe da wirklich wir wollen einfach Spaß Mod mir im Menü, da gibt darum so viel Scheiße. Also ich kann auch gleich nochmal was anderes probieren. Also ich kann, glaube ich, sogar ein Reh werden und als Reh hier rumrennen. Also man kann... Also das Mod-Menü habe ich leider nicht so ausgenutzt, wie man es kann. Also da gibt wirklich so viel Shit. Alter, die Knarre geht ja mal übel ab. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum seid ihr so pro, dass ihr so schießen könnt? Das liegt nicht an euch, das liegt einfach an der geilen Knarre. Die ist ja im Gegensatz zu dem, was ich zuvor hatte, ist es ja so richtig der Brummer. Okay. Ja, klar, logisch. Klar, man will ja kein Geld ausgeben. So war der ja so ein bisschen im Spending-Mode. Genau so. Not-Spending-Modus. Wir haben jetzt halt wirklich nur das Problem, dass wir... Ich denke, du willst jetzt in eine Mission rennen. Ach so, wir sind jetzt vor deinem Haus und die Bullen. Ja, klar. Passt schon. Na, dann steigen wir jetzt aus und machen mal richtig Eskalation. Ah, nee. Ha, das Geile ja, ist, ich werde gar nicht gesucht. ja, komm einfach mal in meine Villa. Klingel mal. Yo, I'm ringing the bell. Klingel bei Diziax, ja genau, das machen wir jetzt mal. Ja, ich muss erstmal kurz warte auf Erlaubnis von Diziax, yeah. Hier, Gusa, wie sieht's denn aus? Wollen wir einfach eine neue Folge anfangen mit der fetten Mission dann? Dass wir so eine richtige Folge in so einer fetten Mission machen? Das macht Sinn, dann sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss. Kann ich mal ansagen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Reingehauen!